Grüß euch und hallo zusammen. Wir haben in Dietmannsried auf der Agrarschau Allgäu und haben uns bei der Firma Böck André Dietzel mitgenommen. Eigentlich so das neuseeländische System, die da bloß so einen komisch geformten Gummistopsel von raus haben, ohne Ventil. Das Werbeversprechen war, dass die Kälber gesünder sind, weil sie einfach natürlicher saufen und länger brauchen zum Saufen, dass die Milch besser eingespeichert wird, dass deswegen einfach weniger Durchfall hat. Und ja, wir haben die jetzt seit gut 3 Monaten in Gebrauch. Und ja, jetzt möchte ich euch mal ein bisschen berichten, wie es uns so gegangen ist damit. Also man sieht schon, sie kämpfen ein bisschen damit. Also sie können halt nicht einfach rauspumpen, sondern sie müssen wirklich saugen. Sie brauchen länger zum Saugen. Aber wir haben, seit wir die Dätsel einsetzen, kein Kaiwi mehr gehabt mit Durchfall. Das führe ich vor allem darauf zurück, dass sich die viel besser sauber halten, weil die ja kein Ventil und nichts haben. Werden bei uns eigentlich die meiste Zeit nur mit kaltem Wasser gespült. Und ja, so 2-3 Mal die Woche nehmen wir also einen Schuss Melkanlagenreiniger mit rein und dann die Eimer sauber rauswürfeln und bauen sie nicht einmal auseinander. Und wie das da in die Dietzel drin ausschaut, das zeige ich euch jetzt gleich, wenn die Kälber fertig sind. Also die kennt ihr, ganz normale Kerbeleimer mit dem Hygieneventil. Kann man da aufmachen und kann den Dietzel reinigen. Aber ihr seht schon, obwohl er jetzt sauber gemacht worden ist, es ist halt immer noch ein Millisuppen drin. Und richtig hygienisch schaut das nicht aus. Und jetzt machen wir das Ding einmal auf und schauen einmal, wie es da drin ausschaut. So, und wenn man die rausbaut, dann muss man den da hinten rausziehen. So. Also aufbauen ist ganz einfach, wenn man 2 vollwertige Hände hat. Und jetzt schaut sich mal das an. Der Dätsel ist picobello. Kein Zeug drin, der schaut aus, wie wenn ihn gestern montiert hat. Also die halten sich unheimlich gut sauber und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum die Teile damit einfach irgendwie gesünder sein. Und das ist eigentlich das, um das es geht. Und von daher, da ist ganz klar, das Produkt ist super, Daumen hoch. So, jetzt muss man das wieder einbauen. Steckt man die jetzt zusammen, die haben da eine Nase und da steckt man das aufeinander. Und dann muss der da wieder rein. Und das geht am besten am Boden. Ein bisschen schwierig, wenn er ist. Und dann kann man den hier einfach reinziehen. Und schon sitzt er wieder. Einfach zum Auseinanderbauen, zum Zusammenbauen und hygienische Sache. Guten Morgen, es ist Dienstag. Nächster Tag der großen Blumenaktion. Wir richten uns jetzt hier die Heuboxen Nummer 3 her. Und da hat sich dann in den Belüftungskanälen etliches angesammelt an Staub und Heuresten. Und damit die Luft wieder gescheit fließen kann, müssen wir das regelmäßig oder in der Regel mäßig rausschaufeln. Ja, vielleicht muss ich euch ein bisschen das Funktionsprinzip von meiner Heutrocknung erklären. Also, das Dach hier ist doppelt eingeschalt, hat also eine Schalung. Und dann wird hier auf der Nordseite zieht die Luft ein fürs Gebläse. Und die zieht dann quasi die ganze Halle entlang und wird durch die heißen Dachplatten erwärmt, solar erwärmt. Und dann vom Gebläse praktisch über den zentralen Verteilschacht hier in diese Stichkanäle reingeschoben. Und geht dann durch den Heustock nach oben durch und nimmt die Feuchtigkeit mit nach oben raus. Wichtig ist natürlich, dass die wichtig daran ist, dass die feuchte Luft nicht wieder eingesaugt wird. Darum ist der Lufteinlass auf der Nordseite. So, eine Greifschaufel ist einfach was Tolles. Ja, dann kann ich den Rest da nochmal rausschaufeln. Und dann machen wir noch weitere. Dann machen wir die nächsten Roste auf. Hinten kommen 2 Paletten rein, um die Schächte nach hinten ein bisschen zu verlängern. Und vorne mache ich noch, um das Tor abzudichten, ein Stückchen Siloplane rein, damit man die Luft nicht unter dem Tor abhaut. Und dann wird das Tor verschraubt und dann können wir von oben
das Heu reinfahren. Und jetzt schauen wir noch schnell zur Technik. Da wird es laut. Also die Luft kommt von oben vom Dach, wird angesaugt nach unten, geht in den Lüfter rein und mit dem Lüfter wird es dann wieder durch den Heustock geblasen. Von links steht noch ein Notstromaggregat, falls einmal der Strom ausfällt, dass der Milchkühlung, Roboter, Trocknung, dass das alles weiterläuft. Ich kann bei dem Notstromaggregat ja auch die Abwärme zum Trocknen vom Heu benutzen. Das reicht aber nicht wirklich, also da hat er zu wenig Abwärme. Es ist halt bloß was, wenn man sagt, es regnet jetzt gleich die erste Nacht, dann läuft es aber ansonsten. Ist es ein reines Notstromaggregat. So, da haben wir unsere Plane reingeschraubt, dass uns da die Luft unterm Dirl nicht abhaut. Das sorgt dafür, dass wir keinen Schimmelabfuhr haben. So, jetzt machen wir das Ding durch. Und verschrauben, sondern können wir heuer fahren. Spiel. Es geht weiter mit unserer Grummel-Großaktion. 18 Hektar liegen noch draußen. Jakob ist beim Kreiseln, der kreiselt Straßen und winkelt uns Moos nochmal, weil da so viel steht bzw. so dickes Kleegras ist. Und ich bin mit dem Schwader unterwegs nach Grünwald und lege das mal zusammen. Ja, Ziel ist, dass wir heute Greifswald fahren und die zwei großen Felder am Hof, Zwirzland und Hammerfeld. Das sind dann insgesamt so, sagen wir jetzt mal, 12 Hektar. Und den Rest tue ich dann heute auf Nacht noch zusammenschwaden. Und das fahren wir dann morgen Vormittag und dann sollten wir eigentlich fertig sein soweit. Ob alles auf der Trocknung Platz hat, oder besser gesagt in der dritten Heubox Platz hat, das stellt sich raus. Na gut, ich fahre mal weiter und beginne mein Tagwerk. Was heißt beginnen? Wir haben halt früher schon sauber gearbeitet. Und ich bin am letzten Feld für heute. Morgen geht es weiter. Aber dann haben wir heute auch wieder 13 Hektar oder 14 Hektar eingefahren. Und dann bleiben noch 4 für morgen. Mal schauen, wenn wir noch viel Zeit haben, vielleicht machen wir noch eine Zeit. Haben wir morgen ein bisschen weniger Stress. Aber stressig ist jetzt eh nicht mehr. Wir sind jetzt da noch 2 Fuhren. Ich werde mich jetzt dann gleich auf den Kran auf die Hocke und dann läuft die Sache. So, umdrehen. Ja, ich bin in der Straße auch beim Sport. Ich weiß gar nicht, ob ich noch irgendwas dazu sagen soll, weil ich habe so viel geschwadet und so viel beim Schwaden gefilmt, weil ich tue halt mal mein Kleegras zusammen und dann wird es schon werden. Ja.
Also wir haben ja die meisten Flächen nur einmal gekreiselt, bloß gemäht, gekreiselt, flacken gelassen, zusammengetan und eingefahren. Da waren natürlich immer wieder grüne Batzen dabei, die dann die Heiltrocknung eben fertig trocknen. Außer hier jetzt in Straßach und das Winkel war auch ein Kleegras, wo relativ dick gestanden ist. Da haben wir gesagt, da kreisen wir noch ein zweites Mal. Und unten in Deiningsmoos haben wir auch zweimal gekreiselt, weil wir ja, uns nicht sicher waren, ob wir Platz haben auf der Heutrocknung. Und wenn es gerade ist, dass wir das eben auch ohne Trocknung lagern können. Aber so wie es ausschaut, haben wir jetzt Platz. Und also alles kein Thema, alles kein Problem. Trocknung wird auf jeden Fall, glaube ich, eh voll. Und passt. Kann man arbeiten. Wir sind beim Grummet machen, beziehungsweise ich bin gerade beim Einfahren. Und mir wurde die Kamera in die Hand gedrückt und sagt, soll ein paar Bilder machen. Und das mache ich hiermit. Dann schauen wir mal, was wir für euch filmen können. Mein Vater ist beim Schwaden, ich beim Einfahren. Jetzt fehlt eine dritte Person zum Kamera halten. Tja. Schauen wir mal, ob wir noch von irgendwie gegenseitig Außenaufnahmen filmen können. Dass wir was für euch haben. Das Schmankerl nicht, ne? Dass wir euch jetzt hier voll reden. Schnell wieder zumachen. Wenn wir schon einen Traktor hat mit Klimaanlage, dann sollen wir das auch nutzen. Ja, schlimm, wie warm es draußen ist. Na gut. Körpereinsatz. Das ist mein POV. Stärker hin? Ah. Das war's, wir haben es geschafft. Der dritte Schnitt ist unter Dach und Fach. Kann jetzt noch ein bisschen trocknen. Zwei Heuboxen haben wir jetzt voll gemacht in die Paddock. Box 2 ist schon soweit trocken. Ich werde vielleicht bloß heute Nachmittag nochmal eine Stunde nachbelüften und morgen nochmal eine Stunde nachbelüften.
Das kann jetzt trocknen und da haben wir jetzt noch wieder ein paar Wochen Zeit, bis der nächste Schnitt kommt, dann als Silo, weil Ende September wird es dann schon ein bisschen eng mit dem Trocknen. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen mal hoch und pfiat euch. Bis zum nächsten Mal. So, und ich fahre jetzt wieder heim. Stehe nämlich hier ganz schön weit oben. Höhenangst brauchen wir nicht haben. 6 Meter auf dem Balken, aber ich habe einen Kran hinter mir. Alles gut. Ich habe noch meine Flicken. Ha? Ich habe noch meine Flicken. Du hast noch meine Flicken, das ist sehr schön. Jakob hat mir nämlich ein paar Flicken hergerichtet, weil ich nämlich da hinten ein Loch reingefahren habe mit dem Kran. Und da drüben ist noch eins vom letzten Jahr. Wir wollen doch mal dafür sorgen, dass die Heutrocknung keine feuchte Luft ansaugt, sondern trockene.